Wir sind jetzt auf dem Weg zur Straßenbahn, kommend vom Camperpark Stogi. Wir werden jetzt in die Stadtmitte von Danzig fahren. Und ich darf Otti begleiten. Ja, Wetter war nicht so doll, hört er zwar auf zu regnen, aber dann setzte nachher später wieder ein bisschen Regen ein. Ab und zu lugte mal die Sonne durch. Ja, es hätte schlechter sein können. Hätte schlechter sein können. Also insofern hatten wir unsere Jacke dabei, dann passte das schon. Ne? Ja. Da an der Motto. Oh, jetzt kommt unser Wein. Aber eigentlich wollten wir erst das... Moment. Wanted to have listen very carefully. We want to start with garlic bread, yes? And beer. And two small beers, yes? Yes, okay. So, that at first. Mm-hmm. And then a little break. On the main and then the next one. Sure, my problem. Ich hatte Ihnen das doch gesagt, dass wir eins nach dem anderen haben wollen. That's right. Thank you. Thank you. Also von dieser Seite hier. Ja. War das Essen gut oder wie war das? Oh, vor allen Dingen reichlich. Oh ja, wir haben ja Knoblauchbrot als Vorspeise. Mit vier großen Scheiben den Teller belegt. Das hätte auch eins gereicht. Ja, hätten sie uns vorher sagen sollen. Da war einer sehr hungrig, habe ich das Gefühl. Ja, du warst auch sehr hungrig. Na, ich habe mir schon gedacht, vielleicht sollten wir nur eins bestellen, aber... Ja, macht ja nichts. Wir haben es geschafft, ja. Wir haben sogar unseren toten Fisch aufgegessen, ja. Tzatziki. War ganz gut, ja. Also, das ist ja wunderbar. Tschüss. Tschüss. Ich habe aber auch schon gehört, dass sie gesagt haben, du Espressi. Tja. Mit dem Motto, Kerl, jetzt bring mal Kaffee her.
Und jetzt gehen wir noch mal runter hier, in den Vorgarten hätte ich fast gesagt, hier auf die Straße runter. Da haben wir ja noch mal ein paar Tische und sowas aufgestellt. Vielleicht können wir uns da noch mal vom Essen erholen. Ich rauche eine Zigarre. Und du rauchst eine Pfeife, oder? Ja. Mhm. Ja? Eine Tüte. Schon satt und zufrieden. Es war ein schöner Ausflug. Otti, was sagst du dazu? Ich bin pappsatt und es war ein wunderschöner Ausflug. Danzig ist eine tolle Stadt, wirklich. Sehenswert. Ja, stimmt. Na dann. Wollen wir mal sehen, dass wir unser Auto finden. Ne? Naja, es sollte keine Schwierigkeit sein, oder? Das denke ich doch wohl. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ja.